Herzlich willkommen zu einem weiteren Hood-Info-Video hier auf dem Kanal. Und heute gibt es ein paar sehr interessante Informationen bezüglich Crossplay, den Maps, der Achievement-Liste, Teamzusammensetzung und noch einigen anderen Sachen. Wenn ihr das Video irgendwie informativ oder hilfreich fandet, lasst doch mal ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr auch in Zukunft nichts mehr von Hood, Outlaws and Legends verpasst. So, und damit springen wir direkt mal ins Video rein. Fangen wir an mit dem Crossplay. Wird Crossplay unterstützt? Die gute Nachricht ist, ja, Crossplay wird voll unterstützt. Und zwar mit 60 FPS auf dem PC, der PS5 und der Xbox Series X. Auf den Last-Gen-Konsolen, also der PS4 und der Xbox Series S, wird es mit 30 FPS laut den Entwicklern wahrscheinlich laufen. Das ist noch nicht so ganz klar. Die haben sich da noch dahingehend noch nicht hundertprozentig geäußert, wie das denn damit aussieht. Aber ich denke, das ist für einige von euch wahrscheinlich schon eine richtig gute Nachricht, dass ihr mit euren Kumpels auf dem PC, auf der PlayStation und der Xbox zusammen zocken könnt. Für Leute, die das nicht möchten, besteht laut den Entwicklern zudem die Option, Crossplay zu deaktivieren, also beispielsweise für Konsolenspieler, die sagen, okay, ich habe keinen Bock gegen PC-Spieler anzutreten. Kein Problem, ihr könnt das innerhalb des Spielmenüs deaktivieren, diese Option, und dann werdet ihr übers Matchmaking nur gegen andere Spieler antreten, die das ebenfalls deaktiviert haben, das heißt auf derselben Plattform spielen wie ihr. Kommen wir zum nächsten Punkt, den Maps. Es wird zum Release 5 verschiedene Maps geben, auf denen es bis zu 3 Gebäude gibt, in denen der Schatz versteckt sein kann, und innerhalb dieser Gebäude gibt es bis zu 5 verschiedene Punkte, an denen sich der Schatz befinden kann. Ich denke, das trägt sehr viel zu einem Wiederspielwert des Spiels bei, weil man sich ja nicht so schnell darauf einstellen kann, dass der Schatz immer am selben Punkt spawnt. Finde ich schon eine geile Sache. Außerdem wird es auf jeder Map multiple Capture Points geben, die ihr für euer Team beanspruchen könnt, an denen ihr dann respawnt, falls jemand sterben sollte. Diese Punkte können allerdings von dem gegnerischen Team auch wieder übernommen werden. Und der Sinn hinter der Geschichte liegt wohl darin, dass euer Homebase-Spawnpunkt ziemlich weit entfernt ist und ihr diese Capture Points einnehmen solltet, damit ihr nicht so weit entfernt spawnt und den ganzen Weg erneut zurücklegen müsst und in der Zeit eurem Team keine Hilfe seid. Womit wir beim Thema Teamzusammensetzung angekommen wären: Es gibt 4 verschiedene Charakterklassen, den Ranger, den Hunter, den Brawler und den Mystic. Es ist aber nicht unbedingt zwingend notwendig, bei der Teamzusammensetzung darauf zu achten, dass alle 4 Charakterklassen im Team vertreten sind. Laut den Entwicklern soll es absolut möglich sein, das Team so zu mischen, wie das den Vorlieben der einzelnen Spieler entspricht. Also wenn ihr Bock habt, mit 4 Rangern zu spielen oder 4 Huntern oder whatever, dann ist euch das freigestellt. Kein Problem, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ob das im Endeffekt Sinn macht, wird natürlich die Spielerfahrung zeigen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da etliche
Variablen gibt und die Spieler sicherlich so erfinderisch sein werden, da auf unendliche Kombinationen zu kommen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Aber wie gesagt, das wird erst die Spielerfahrung zeigen, was im Endeffekt die effektivste Art ist, ein Team zusammenzustellen und zusammen zu spielen. Bin da echt drauf gespannt und freue mich da auch ehrlich gesagt tierisch drauf. Noch was zum Gameplay. Jeder Charakter besitzt ja individuelle Fähigkeiten, die laut den Entwicklern durch Stealth-Kills aufgeladen werden können. Also lohnt es sich durchaus, die Gegner heimlich zu killen, um eure Fähigkeiten aufzuladen. Schneller aufzuladen, besser gesagt. Und dadurch mehr weitere Stealth-Kills machen zu können. Was die Achievement-Liste angeht, so habe ich euch die komplette Liste der erreichbaren Achievements in Hood, Outlaws and Legends in der Beschreibung verlinkt. Da gibt es ein paar sehr interessante Schlüsse, die man daraus ziehen kann. Nur ein Beispiel. Einige von den Achievements sind mit 4 gegen 4 Heist gekennzeichnet, andere wiederum nicht. Was für mich den Schluss zulässt, dass entweder schon zum Release oder wahrscheinlich aber erst später andere Game Modes ins Spiel finden werden. Aber ich denke, die Entwickler werden da sicherlich noch so einiges auf der Pfanne haben für die Zukunft. Und ja, das war's dann heute auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. We take back what was stolen.